Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und willkommen hier heute zu der neuen Kolumne, zu dem neuen Video. Heute mal wieder ein interessantes Thema. Und zwar geht es heute darum, denkt euch einfach mal an ein Spiel, welches ihr vielleicht passiv nur erlebt habt. Sei es zum Beispiel in einem Let's Play, dass ihr einem Let's Player, einem YouTuber bei dem Let's Play komplett zugeguckt habt. Oder ihr habt vielleicht jemand anderen beim Spiel zugeguckt. Oder in der heutigen Zeit natürlich auch die Streams. Das heißt, ihr habt entweder live im Stream oder in den VODs, also in den Aufzeichnungen, einfach jemanden dabei zugeguckt, wie er das Videospiel spielt. Ihr wart im Chat zusammen, der Streamer oder YouTuber hat natürlich auch seine Impression zu dem Spiel preisgegeben. Und das ist dann die Art und Weise, wie ihr dieses Spiel halt eben erlebt habt. Die Frage ist jetzt, wenn ihr das tut, diskutiert ihr dann hinterher über dieses Spiel mit, so als hättet ihr dieses Spiel wirklich gespielt? Also habt ihr dann eine Meinung zu dem Spiel? Und ich meine nicht, das möchte ich an dieser ganz klar klarstellen, nicht die Meinung für euch selbst. Natürlich kann man sich, wenn man ein Spiel zuguckt, manchmal schon vom Trailer oder von den ersten Eindrücken, natürlich für sich eine Meinung zum Spiel machen. Selbstverständlich, mache ich auch, macht jeder. Nein, ich meine wirklich, und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal klarstellen, ich möchte hier niemanden irgendwie einen Vorwurf formulieren. Ich finde das Thema tatsächlich interessant und wir haben da im Stream drüber gesprochen. Und ich möchte einfach mal darüber sprechen, was ich glaube, inwieweit man wirklich durch ein passives Erleben eines Spiels über gewisse Aspekte mitreden kann, über gewisse Aspekte mitreden sollte und wie oft das tatsächlich meiner Meinung nach eben gar nicht wirklich dazu befähigt, über gewisse Aspekte mit Leuten, die das Spiel selber gespielt haben, zu sprechen. Ich habe ein paar Umfragen gemacht und die meisten von euch haben gesagt, dass sie schon über dieses Spiel dann sprechen, mit anderen natürlich, aber sobald halt jemand eine Diskussion anfängt über gewisse Aspekte, dass ihr bei sowas wie Grafik oder Story mit diskutieren würdet, weil ihr eurer Meinung nach das natürlich komplett erlebt habt, oder Musik, wenn der Streamer nicht dazwischen quasselt, oder sowas wie Sprachausgabe, dass ihr aber bei sowas wie Gameplay, Steuerung oder wie es sich genau spielt, dann ihr nichts sagen würdet oder dann vielleicht den Eindruck desjenigen, der das Ganze spielt, vielleicht schildern würdet, aber auch dann klar kommunizieren würdet, dass ihr das Spiel nicht selber gespielt habt. Und das finde ich fair. Und eine Sache, die natürlich bei dieser Diskussion immer wieder angebracht wurde, war, ja, nicht jeder kann sich dieses Spiel ja heutzutage kaufen. Nicht jeder ist ein Streamer, bekommt irgendwie die Spiele. Und da möchte ich gleich sagen, stopp, habe ich ja auch nie was gegen gesagt. Selbstverständlich, konsumiert die Spiele so, wie ihr wollt. Das ist mir doch an sich dann völlig egal. Es geht mir wirklich um diesen Gedanken. Ihr habt ein Spiel wirklich nur angeguckt und jetzt sitzt ihr, das ist so mein Gedankenspielchen, jetzt sitzt ihr auf irgendeiner WG oder Geburtstagsparty oder ihr seid im Voice oder auf so einem Server oder im Forum und es entfacht eine Diskussion darüber, wie das Spiel denn sei. Und jetzt steigt ihr halt voll mit ein in diese Diskussion. Obwohl ihr das Spiel nicht wirklich selber gespielt habt. So, dieser Gedankengang ist das Ganze. Und wir können ja mal diese einzelnen Aspekte durchgehen und dann kann ich euch sagen, ob ich persönlich der Meinung bin, und das ist wirklich nur so meine Meinung, wie weit man darüber tatsächlich sprechen kann. Fangen wir doch mal mit dem Offensichtlichsten an, mit der Grafik. Also ich denke mal, bei der Grafik sind wir uns eigentlich ziemlich einig, oder? Wenn man ein Spiel komplett gesehen hat, dann kann man natürlich über all das, was man dann im Stream gesehen hat, kann man natürlich mitsprechen. Warum auch nicht? Die Grafik oder die Gestaltung des Spiels, das, was man sieht, das, was man wahrnimmt und generell die Präsentation des Spiels, die wirkt ja durch das passive Ansehen genauso. Im Stream könnte es manchmal sein, dass man bei sowas wie Sprachausgabe oder die Musik oder die Stimmung, dass vielleicht dadurch, dass im Stream, je nach Streamer natürlich, viel zu viel Action, viel zu viel Trubel entsteht, ein lautes Geschrei und Gebrülle, weil der Streamer übertreibt oder weil jetzt Alerts reinkommen, Alerts mit Ö, dass dann vielleicht so ein bisschen die Stimmung verzerrt wird. Aber ich denke mal, das ist Ausnahme. Die meisten Streamer, die ihr vielleicht auch guckt, die sind dann auch in den Cutscenes eher ruhig, blenden sich vielleicht mit der Kamera aus und tun dann vielleicht auch was dafür, dass man das dann auch wirklich so genießen kann. Gerade in den Let's Plays, wenn das gut editiert ist, dann wird da der Fokus natürlich auch auf die ruhigen Momente gegeben. Deshalb würde ich schon sagen, all das, was so mit Präsentation zu tun hat, das kann man, wenn man das Spiel sich nur anguckt, auch relativ gut wiedergeben und auch relativ gut für sich erfassen, auch wenn man das Spiel nicht selber aktiv gespielt hat. Natürlich kann es sein, dass der Streamer, je nachdem wie er spielt, vielleicht gewisse Gebiete, gewisse Areale nicht betreten hat oder das Spiel vielleicht nicht so gründlich spielt, wie ihr es spielen würdet oder übergründlich spielt, andersrum. Und ihr vielleicht deshalb Aspekte des Spiels, Gegenden nicht gesehen habt, aber das lässt sich halt immer schwer sagen, weil ihr könnt natürlich nur von dem ausgehen, was ihr dann an dieser Stelle gesehen habt. Musik ist halt auch so eine Sache, gehört ja auch mit zur Präsentation. Musik, muss ich halt sagen, ist tendenziell gerade in den Streams leider oft eher Nebensache, weil natürlich der Streamer sehr viel redet.
weil Alerts dazwischen sind, weil der Streamer vielleicht auch manchmal Musik außerhalb des Spiels anmacht oder noch nebenbei was macht oder man streamt mit mehreren und dann hört man so gut wie gar keine Musik. Hier hängt es wirklich sehr, 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 sehr stark vom Streamer ab und wie der Stream gestaltet ist. In den Let's Plays ist es ja tendenziell eher so, dass ein Let's Play da ein bisschen ruhiger und geordneter abläuft, keine Alerts da sind, man das alleine macht. Ich denke mal, da liegt der Fokus eher auf der Musik. Und wenn man jetzt ein The Movie anguckt, wie ich das ja auch teilweise gemacht habe, dann bekommt man die Musik ja eh voll mit. Wenn man zum Beispiel nur die, wie bei Uncharted habe ich das gemacht, da habe ich mir Uncharted The Movie angeguckt und habe mir halt die Story angeguckt und ja, das war es dann so für mich, ne? Und da kommen wir doch nämlich schon zum nächsten Punkt. Und da haben wir uns sehr, ich sag mal, nicht in die Haare gekriegt, wir waren ja nicht böse, aber da waren wir sehr unterschiedlicher Meinung. Ich bin der Meinung, dass es viele, viele Spiele gibt, bei denen man die Story eben nicht so wirklich beurteilen kann, beziehungsweise nicht die Wirkung der Story. Und da haben halt viele von euch gesagt, wieso, ich habe doch das Spiel komplett gesehen, ich habe doch die Cutscenes gesehen und ich habe doch alles miterlebt. Und genau da bin ich nämlich teilweise anderer Meinung. Und da muss man vielleicht differenzieren. Wenn man jetzt ein Pokémon Mystery Dungeon zum Beispiel anguckt, wo man dann die ganze Story miterlebt, oder ein Uncharted, wo es ja wirklich nur um die Präsentation und die Story gibt, ein Tomb Raider oder JRPGs wie Final Fantasy, Tales of oder so. Ich denke mal, da kann man größtenteils die Story komplett beurteilen, weil man hat alles gesehen, gerade wenn der Streamer sehr ausführlich ist und die ganzen Skits sich anguckt, wie bei Tales of. Nämlich auch so ein Beispiel, wenn der Streamer die Skits nicht guckt, verpasst man super viel. Ihr hättet die Skits vielleicht gesehen und die Hälfte der Charakterunterhaltung bekommt ihr vielleicht gar nicht mit. Aber wir gehen einfach mal davon aus, der Streamer spielt vernünftig und gründlich und jetzt habt ihr hinterher eine Meinung zu der Story. Kein Problem. Was ist aber mit Life is Strange? Was ist mit To the Moon? Oder wie heißt das hier? Haben auch ganz, ganz viele genannt. Da, wo die alle immer sterben. Oh Mann. Oder sowas wie Detroit Become Human. Ja, Mann, oh Gott, Mann, wieso komme ich da jetzt nicht drauf? Spiele, wo halt Entscheidungen getroffen werden müssen und je nachdem sterben dann diese Charaktere oder sie sterben eben nicht, sie überleben oder sie überleben nicht. Kommt natürlich auch ein bisschen aufs Gameplay an. Aber ich kann euch, Until Dawn, danke, ist noch eingefallen. Sowas wie Until Dawn. Ich kann euch eine Sache versichern. Es ist ein riesiger Unterschied, ob ihr in Terranigma jemanden dabei zuguckt, wie ihr den Ziegenbock alleine lässt, oder ob ihr es seid, der den Ziegenbock alleine lässt und die Entscheidung trifft. Es ist ein Unterschied, ob man in Life is Strange die Zeit zurückdreht und die Entscheidung selber trifft, die Chloe betrifft an dieser Stelle, oder ob man ganz am Ende die Entscheidung trifft, oder ob man jemanden dabei zuguckt, wie er diese Entscheidung trifft. Es ist ein Unterschied. Und gerade das, was ja Spiele teilweise mit dir machen, oder wenn du in Chrono Trigger am Anfang den Spiegel vorgehalten bekommst über deine Entscheidung, was du da jetzt gerade gemacht hast, das wirkt einfach anders, wenn du es warst, der die Entscheidung getroffen hat. Also es gibt viele Spiele, wo ich persönlich der Meinung bin, dass man nicht so ganz für sich nachvollziehen kann, wie das Spiel jetzt auf dich gewirkt hat, wie deine Selbstreflexion in Bezug auf die Story und deine Entscheidung ist, als wenn du nur jemandem dabei zuguckst. Monkey Island, auch so ein Beispiel, oder Deponia. Du kannst jemandem dabei zugucken, wie er diese Rätsel macht. Aber selber vor diesen Rätseln zu sitzen und selber zu grübeln und selber die Wegfindung zu führen, das ist halt nochmal was anderes. Man muss natürlich auch dazu sagen, wir gehen ja jetzt vom Idealbild aus. Aber nicht jeder Zuschauer ist ja die ganze Zeit zu 100% bei jedem Spiel immer voll komplett dabei. Vielleicht seid ihr mal zwischendurch, das Kind schreit, müsst noch kurz bei den Hausaufgaben helfen, Stream läuft weiter. Der Hund muss kurz raus, Stream läuft weiter. Die Bestellung kommt an, Stream läuft weiter. Der Streamer ist die ganze Zeit am Spiel und ihr verpasst vielleicht ab und zu irgendwelche Dinge. Vielleicht irgendeine Entscheidungsfindung. Das heißt, für euch wirkt oft diese Erfahrung, gerade in den Streams, sehr gerafft. Ja? Und ihr bekommt halt, ich sage mal, 80% des Ganzen vielleicht mit. Und deshalb entgehen euch einfach viele kleine Aspekte, viele kleine Dinge oder Gedankengänge, die eben, wenn man das Spiel selber gespielt hat, in dir aber stattgefunden hätten. Und deshalb würde ich an dieser Stelle, was Story angeht, ganz, ganz doll differenzieren. Es gibt Spiele, die kann man danach komplett beurteilen, weil sie einfach sehr einfach nur auf der erzählten Story aufbauen. Aber gerade bei Spielen, die Interaktion haben oder bei denen die Wirkung in deiner Entscheidung liegt, da finde ich, wird es schon schwieriger und da sollte man dann klar sagen, wie das Spiel auf dich gewirkt hat. Aber da sollte man überlegen, ob man gegen jemanden argumentiert oder jemanden versucht, über dieses Spiel zu sprechen, der das Spiel wirklich selber gespielt hat. Ja. Aber was dann natürlich eure Meinung betrifft, erneut, habe ich vorhin auch schon gesagt, eure Meinung ist natürlich eure Meinung. Es geht mir nur um dieses, wie man nach draußen geht mit der eigenen Meinung.
Und hier dieser kurze Zwischenstand einmal. Ich persönlich sehe da nämlich dieses kleine Problem, dass viele Leute, die eben ihr den Let's Playern oder den Streamern zugucken, Meinungen von eben diesen Personen dann auch ein kleines bisschen adaptieren. Vielleicht nicht bewusst, vielleicht aber auch teilweise wirklich sehr bewusst, aber auch sehr unterbewusst. Ich gebe euch einfach mal ein kleines Beispiel, wo das nämlich teilweise recht schief gehen kann. Ich habe mal jemanden zugeguckt im Stream und der hat damals Bloodborne gespielt. Und er hat die ganze Zeit gemotzt und gejammert über diesen Input-Lag. Und dann haben halt Leute im Chat, habe ich gemerkt, nach ein paar Folgen angefangen, eben das auch nachzureden. Leute, die dann da im Stream waren oder dann auch bei mir waren, die haben dann halt nach draußen getragen, dass Bloodborne einen ganz blöden Input-Lag hat und Input verschluckt und so weiter. Und ich hatte das Problem mit Bloodborne nie. Und die meisten Leute, die ich kenne, hatten das Problem mit Bloodborne nie. Hat sich nämlich rausgestellt, dass das Kabel von der Person, die damals den Controller irgendwo angeschlossen, die hat halt immer über Kabelverbindung zur PlayStation 4 gespielt. Und dieses Kabel hatte wohl einen kleinen Knacks. Als dann nämlich irgendwann mal das Kabel weg war und der Controller normal verbunden war, war auf einmal alles gut. Und da war er im Stream auch richtig, richtig erleichtert. Aber das sind halt so kleine Beispiele. Oft weiß man eben nicht, ob vielleicht ein technischer Aspekt dazwischen liegt oder irgendeine Prämisse. Es kann ja auch sein, dass einfach die Menschen nehmen ja unterschiedliche Dinge wahr. Farbenblindheit oder sonst wie. Oder andere Wahrnehmung, vielleicht ist man gedanklich nicht so schnell, dass man einfach Probleme hat bei gewissen Aspekten. Und wenn man die dann halt im Stream die ganze Zeit nach draußen trägt und andere adaptieren das, dann ist es teilweise ein völlig falsches Bild von dem, was die Person bekommt und was dann eben diese Person als Meinung halt eben auch nach draußen tragen. Und ein ganz, ganz anderer, ganz, ganz wichtiger Aspekt, den glaube ich viele von euch vergessen haben oder noch nicht so richtig wissen. Es gibt ganz, ganz viele falsche Streamer und Let's Player. Und das meine ich jetzt böser, als es klingt. Nein, andersrum. Das meine ich nicht so böse, wie es klingt. Aber man tendiert halt so ein bisschen dazu, als Streamer und vor allem als Let's Player alles ein bisschen gehypter zu machen, als man es normalerweise machen würde. Man will halt gute Laune haben in diesem Medium. Als Streamer ist es manchmal so, dass man eher versucht, auch ein bisschen authentischer zu sein, weil man ja sehr lange mit den Leuten beisammen ist. Und ich bin ja wirklich zu 100% authentisch. Wenn ich scheiß Laune habe, dann sage ich das mal. Wenn mich gerade irgendwas stört, sage ich das. Und dann machen wir trotzdem den Stream weiter und ich versuche, gegen die schlechte Laune anzukämpfen. Aber ich würde nie euch irgendwas vorspielen. Aber viele tun das. Auch hier manchmal unterbewusst. Aber ein Let's Player oder ein Streamer, die wollen halt Hype. In der heutigen Zeit, wenn du wirklich erfolgreich sein willst, dann brauchst du Hype, 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 Hype. Alles muss immer geil sein, alles muss übertrieben sein, alles muss gehypt sein, alles muss immer überkrass sein. Und wenn jetzt einfach mal eine Passage stattfindet, die den Streamer oder Let's Player langweilt, dann wird er das so nicht nach draußen tragen. Jedenfalls diese gewisse Art von Streamer oder Let's Player. Er wird es anders darstellen, als er es in dem Moment eigentlich empfindet. Oder ich weiß nicht, ob das wirklich rüberkommt, was ich sagen will. Wie gesagt, viele machen das sehr bewusst. Viele spielen absolut einen Charakter. Aber ganz viele machen es halt auch eben unterbewusst, weil sie im Hinterkopf haben, oh, wenn dieser Part jetzt langweilig wird, bekomme ich nicht so viele Views. Oh, wenn der Stream jetzt gerade irgendwie blöd wird, dann gehen die Zuschauer vielleicht weg. Also versuchen sie, gute Laune zu machen. Also sprechen sie Dinge nicht so hart an, wie sie es eigentlich gerne würden. Also kritisieren sie gewisse Dinge nicht so, wie sie gerne würden und lassen es halt einfach mal sein und gehen vielleicht auf gewisse Probleme nicht so ein, weil sie eben keine negative Stimmung haben wollen. Außer man ist ein Streamer, der negative Stimmung haben möchte, schlechter Laune-Typ oder so. Aber auch da verzerrt vielleicht so ein kleines bisschen das, was man dann im Stream mitbekommt, das, was man selber empfinden würde, wenn man das Spiel dann tatsächlich selber spielt. Manchmal stellt der Streamer sich dumm an. Let's Play Markus wird jetzt zum Beispiel in den Kommentaren schreiben, dass ich ja Apes Odyssey damals einfach nur ein bisschen schlechter gemacht habe, weil ich zu dumm war mit der Steuerung. Also so als Beispiel jetzt mal wieder. Und euch ist jetzt vielleicht hängen geblieben, okay, Apes Odyssey hat eine blöde Steuerung. Aber vielleicht war ich ja wirklich einfach nur zu dumm. Aber trotzdem kam das Bild dann bei euch rüber. Ich hoffe, es ist klar, was ich meine. Man muss immer aufpassen. Und gerade das ist dann der letzte Punkt. Gameplay und Steuerung. Und damit meine ich jetzt nicht, dass man zum Beispiel einem Hyrule Warriors zuguckt und man sieht, wie das Spiel sich spielt. Und dann weiß man, okay, das ist nichts für mich, weil man vielleicht dachte, es wäre ein Zelda. Und auf einmal sieht man, das Kampfsystem gestaltet sich ganz anders. Grobe Eindrücke oder wie ein Spiel aufgebaut ist oder wie ein Spiel sich spielt. Das kann man natürlich aus so einem Let's Play oder aus so einem Stream für sich mitnehmen. Aber was diese Feinheiten angeht, wie ein Spiel sich steuert, wie präzise die Steuerung in einem Rennspiel ist, wie der Input-Delay ist, wie gut sich ein Boss anfühlt in den Souls-Spielen. All das kann man nicht im Nachempfinden. All das kann man für sich einfach nicht wirklich beurteilen.
Erstens, weil man Gameplay und Präzision und sowas einfach nicht vermitteln kann. Auch nicht dadurch, dass man es sieht. Und zweitens, weil das auch auf jeden anders wirkt. Ihr kennt doch bestimmt das Phänomen in den Souls-Spielen, dass teilweise andere Menschen mit gewissen Bossen besser klarkommen als mit anderen. Obwohl beide an sich gleich gute Spieler sind. Einfach dadurch, dass man gewisse Dinge besser kann als eben die anderen. Und deshalb kann man eben für sich nicht das, was derjenige da gerade spielt, auf sich dann beziehen. Für mich gibt es da ein sehr, sehr gutes Beispiel. Stellt euch mal eine Autofahrt vor. Und der eine ist der Fahrer, das ist derjenige, der das Spiel spielt. Und der, der zuschaut, ist der Beifahrer. Beide fahren die gleiche Strecke. Beide sehen im Endeffekt die gleiche Strecke. Und die Eindrücke sind relativ gleich. Ihr hört vielleicht die gleiche Musik. Und ihr seht das gleiche Panorama. Aber wenn du jetzt hinterher fragst, okay, wie sah die Strecke aus? Dann sind da vielleicht schon ein bisschen unterschiedliche Meinungen. Vielleicht hat der Streamer tatsächlich das Ganze nicht so gut wahrgenommen, wie die Person, die einfach die ganze Zeit da draußen gucken konnte. Vielleicht hat der Streamer, der Fahrer, in diesem Fall aber auch auf ganz andere Dinge geachtet, als der, der vielleicht ein bisschen verträumt in die Gegend gucken konnte. Vielleicht hat der, der gefahren hat, hat vielleicht mehr Dinge vor sich gesehen, hat vielleicht gesehen, wie der Bodenbelag war, worauf der Beifahrer natürlich überhaupt nicht geachtet hat. Und spätestens dann, wenn gefragt wird, okay, aber wie anstrengend war die Strecke denn jetzt zu fahren, dann wird der Beifahrer nicht wirklich etwas dazu sagen können. Er wird vielleicht das sagen können, wie sein Beifahrer, wie der Fahrer das Ganze vermittelt hat. Und er würde dann sagen, ja, eigentlich ganz ruhig, weil mein Fahrer war nicht wirklich angespannt. Aber vielleicht wollte der Fahrer dem Beifahrer auch kein falsches Bild vermitteln. Vielleicht wusste er, dass der Beifahrer eher nervös ist beim Autofahren. Also hat er gewisse Dinge nicht angesprochen. Vielleicht war er öfter an dem Moment, dass er gesagt hat, dass er vielleicht selber kurz sich erschrocken hat. Vielleicht hatte er einen kleinen Sekundenschlaf. Vielleicht war die Strecke super unangenehm zu fahren wegen dem Bodenbelag. Vielleicht waren einige Kurven viel zu krass oder du hast einige Passagen nicht ganz einsehen können und deshalb wurde dann vielleicht wegen Wildwechsel auch der Fahrer nervös. Wollte das aber dem Beifahrer auf gar keinen Fall vermitteln, um ihn nicht zu beunruhigen, damit gute Stimmung entsteht im Auto. Und deshalb hat er gewisse Dinge nicht angesprochen. Und deshalb sind die nie beim Beifahrer angekommen. Diese Eindrücke, die der Fahrer in diesem Fall gesammelt hat. Und auch gerade diese ganzen Dinge, okay, wie war jetzt der Kreisverkehr? Wie unangenehm war das da drin? Wenn in dem Moment der Beifahrer vielleicht gerade am Handy ist, bekommt er das eben vielleicht gar nicht mit. Versteht ihr? Im Endeffekt haben sie beide die gleiche Strecke gefahren. Aber es gibt einfach so viele Aspekte, die dann eben dem Fahrer aufgefallen sind, die der Fahrer beurteilen kann, die der Beifahrer überhaupt nicht mitbekommen hat oder die er für sich einfach nicht erfassen konnte. Vielleicht sogar tatsächlich andersrum, weil der Beifahrer besser auf Grafik oder auf Hintergrundgestaltung achten konnte. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass derjenige, der sich das Medium in Ruhe anguckt, der kann vielleicht sogar besser über die Gestaltung und die grafische Hintergrundgestaltung des Spiels eine Meinung haben, als der, der es Let's Played oder gestreamt hat. Also auch mal in die andere Richtung zu gehen, ne? Im Endeffekt möchte ich nur sagen, genießt die Spiele, wie ihr wollt. Erneut, ich habe da überhaupt keinen Schmerz mit. Aber ich persönlich finde es manchmal ein bisschen schwierig, wenn man Meinungen von Streamern oder Let's Playern adaptiert. Auch bei mir immer. Fragt einfach nach, wie was ist. Und bedenkt immer, jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch reagiert auf gewisse Dinge anders. Und es gibt einfach viele Aspekte, die man durch das reine Schauen von Spielen, ob im Stream oder im Let's Play, einfach für sich nicht erfassen und für sich dann auch nicht in irgendeine Art Meinung umwandeln kann. Das ist eigentlich alles, was ich sagen wollte. Generell ein spannendes Thema. Schreibt gerne in die Kommentare, wie eure Meinung dazu ist. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns mit einem anderen Video demnächst. Ne? Euer Tim sagt tschüss. Haut's rein.